In diesem Video erkläre ich dir, warum der falsche Rat sogar schaden kann und dich halt eben davon wegbringen kann, dein Ziel zu erreichen, in eine glückliche Partnerschaft zu kommen. Und das erkläre ich dir hier an verschiedenen Beispielen, dass du das für dich wirklich verstehst, wie wichtig es ist, wirklich nur Ratschlägen zu folgen, die dich wirklich voranbringen. Denn du musst dir vorstellen, wie entsteht überhaupt ein Tipp oder ein Ratschlag? Jeder Mensch hat verschiedene Dinge erlebt. Er hat einen Pool aus Erfahrungen. Bedeutet, wenn du zum Beispiel jetzt nach, ich sage jetzt einfach mal, Thailand fliegen willst, du warst noch nie dort und du möchtest gern wissen, okay, was muss ich da einpacken? Was muss ich da vielleicht erleben? Was soll ich unbedingt sehen? Das sind so Fragen, die du dich stellst. Du warst noch niemals da. Und was machst du? Du fängst natürlich an zu googeln, liest dir vielleicht ein paar Reiseblogs durch und schaust, okay, wer war schon mal da? Wer kann mir dazu was sagen? Welche Städte soll ich unbedingt angucken oder welche Orte sollte ich unbedingt besuchen? Fragst vielleicht auch eine Freundin, die dort war und die dir sagen kann, so, ja, hey, du musst unbedingt dort und dorthin. Das ist total toll da und du musst unbedingt das und das Essen probieren. Das ist richtig gut. Also, wir geben Tipps und Ratschläge aus unseren Erfahrungen heraus, aus unseren Erfahrungen und aus unserem Wissen. Und der Ratschlag, je nachdem, was du für Erfahrungen gemacht hast, können dich weiterbringen. Oder es kann aber auch sein, dass diese Ratschläge dich gar nicht weiterbringen, weil sie einfach ja so weit weg von dem sind, was du eigentlich für Probleme hast oder bräuchtest. Bedeutet, es kann sein, dass jetzt zum Beispiel dein Problem gar nicht ist, Männer kennenzulernen, dass du schon auch irgendwie Männer kennenlernst, aber zum Beispiel kannst du dich nie verlieben. Du verliebst dich selten oder wenn du dich verliebst, dann sind das Männer, die kein Interesse an dir haben und du hast da dieses Problem. Dann kann es sein, dass eine Freundin, die jetzt, ich sage jetzt mal, seit 10 Jahren verheiratet ist, dementsprechend jetzt ihre Familie hat und keine Ahnung hat von Online-Dating und Co., dir trotzdem den Tipp gibt, hey, ganz ehrlich, warum hast du nicht einfach Tinder? Ich habe gehört von anderen, das soll eigentlich ganz gut funktionieren, mach das doch mal. So, naja, du hast ja eigentlich kein Problem, Männer kennenzulernen, machst dann Tinder und Co. und merkst dann, komisch, auch auf Tinder und Co. habe ich die gleichen Probleme. Wenn ich jemanden toll finde, zieht er sich zurück und die, die ich langweilig finde, die wollen mich unbedingt kennenlernen, das Problem bleibt. Weil deine Freundin nicht weiß und ihr auch die Erfahrung fehlt, dass das ein Problem ist. Sie denkt, naja, vielleicht musst du deine Ansprüche runterschrauben. Das sind dann so typische Sätze. Ansprüche reduzieren. Naja, vielleicht gibst du auch mal jemanden eine Chance. Liebe kann sich entwickeln. Dabei kannst du natürlich nicht mit jemandem in eine Beziehung gehen, den du unattraktiv findest und wo du einfach null Gefühle für hast. Genauso wenig kannst du deine Ansprüche reduzieren, wenn deine Ansprüche vielleicht einfach gerechtfertigt sind. Also bedeutet, deine Freundin gibt dir natürlich Ratschläge aus ihren begrenzten Erfahrungen und aus ihrem begrenzten Wissen heraus. Und diese Ratschläge sind lieb und nett gemeint, weil sie dich mag. Aber bedeutet nicht, dass nur weil Ratschläge lieb und nett gemeint sind, auch gut sind. Bedeutet, diese Ratschläge bringen dich gar nicht weiter. Und vielleicht gibt sie dir auch diese Ratschläge, weil sie ja, wie gesagt, einfach ganz andere Erfahrungen im Leben gesammelt hat. Du kannst dich nicht mit deiner verheirateten Freundin vergleichen, die vielleicht eine Top-Kindheit hatte, die vielleicht nie Probleme hatte in der Ehe und sonstige Geschichten, weil sie einfach von zu Hause aus alles beigebracht und gelernt hat. Naja, okay, vielleicht musste sie auch in ihrem Selbstbewusstsein arbeiten, das hat sie dann auch irgendwie geknackt und hinbekommen. Aber du kannst dich einfach nicht mit einer Frau vergleichen, die einfach ganz andere Themen hat wie du. Das geht nicht, du kannst es nicht. Und so ist aber das Hauptproblem, was Single-Frauen immer wieder machen. Sie treffen sich mit ihren Freundinnen und holen sich Ratschläge von denen, die leider auch nicht wissen, warum es bei dir so ist, wie es ist. Und vielleicht holst du dir auch Ratschläge
von einer anderen Single-Freundin, die aber leider ja auch nicht da ist, wo du hin willst. Sie hat auch ein begrenztes Wissen und hat auch negative Erfahrungen gesammelt, weswegen diese Single-Freundin dir vielleicht auch Ratschläge gibt, die überhaupt ebenfalls nicht sinnvoll für dich sind. Zum Beispiel sowas wie, hey, vielleicht sollten wir einfach mal eine Single-Reise machen, vielleicht klappt's dann ja. Obwohl ja, wie gesagt, das Problem ist, dass dir die Anziehung fehlt bei Männern oder dass du dich für Männer interessierst, die dann hinterher keine Beziehung wollen, sich zurückziehen und so weiter. Bedeutet, die Single-Reise wird dich auch nicht weiterbringen, aber deine Single-Freundin, die ebenfalls keine Ahnung hat, wird sagen, lass uns das doch mal machen. Und so wird deine Single-Freundin dir aber vielleicht auch andere Ratschläge geben. Komm, hör auf, Männer zu daten, das bringt nichts, lass uns das doch alles einfach sein, gibt eh keine guten Männer mehr da draußen und fängt an, auf dich einzureden und dir negative Sachen einzuflößen, die dich auch nicht weiterbringen. Und das ist das Hauptproblem, dass die wenigsten sich an jemanden wenden, der nicht nur die passenden Erfahrungen mitbringt, sondern auch das Wissen hat und das nicht nur von sich, sondern von zig Hunderten von Menschen, denen die Person geholfen hat. Und das sieht jetzt sehr lustig aus wie eine Blume, aber das sollen ganz viele verschiedene Erfahrungswerte sein, die zum Beispiel Experten wie ich oder die Coaches in meinem Team mitbringen. Wir haben einfach sehr viel Erfahrung. Wir wissen ganz genau, was blockiert die Frauen, was müssen diese Frauen lernen und wissen, um an ihr Ziel zu kommen, um in eine glückliche Partnerschaft zu kommen. Denn ich bzw. mein Team, wir können behaupten, dass wir über 600 Frauen in glückliche Partnerschaften gebracht haben zum Zeitpunkt heute, wo ich dieses Video drehe. Es kann natürlich sein, dass du es wesentlich später schaust, dann sind es jetzt auch nochmal viel, viel mehr. Aber ja, wir können das von uns behaupten. Kann das deine Single-Freundin behaupten? Kann das deine vergebene Freundin behaupten? Nein, ihnen fehlt diese Erfahrung, ihnen fehlt das Wissen, um dir wirklich konstruktiv gute Ratschläge zu geben, aber auch das passende Wissen zu geben und auf die Dinge hinzuweisen, die wichtig sind, um dein echtes Problem zu lösen. Denn die Lösung ist nicht, wenn du jetzt zum Beispiel die Anziehung nicht aufbauen kannst für gute Männer oder Männer sich immer wieder zurückziehen, ist nicht die Lösung, beispielsweise Männern hinterher zu rennen oder irgendwie noch mehr Männer zu daten oder noch mehr Apps zu testen. Das wird dich nicht weiterbringen. Du musst dann erstmal im Kern ansetzen, den wir auch für dich herausfinden können, was wirklich die echten Themen sind, die dahinter stecken, warum du diese Probleme dann hast. Als ein Beispiel von ganz vielen. Und so läuft es natürlich mit allen Problemen ab, die man als Single-Frau kennt. Ob es jetzt ist, dass man Angst vor Nähe hat, sich nicht verlieben kann, sich in die Falschen ständig verliebt, Männer sich ständig zurückziehen, man Angst vorm Daten hat, beim Daten irgendwie nicht weiß, wie man in eine Beziehung kommt und. Also es gibt ja so viele Probleme, die das beispielhaft hier auch nochmal ausdrucken können. Und das Problem ist natürlich auch, man kann natürlich auch zu, in Anführungsstrichen, vermeintlichen Experten gehen, die sagen, ja, ich habe auch schon zwei Leuten geholfen, ich weiß auch, glaube ich, ungefähr, was man bei dir machen kann. Aber das Problem ist auch da, achte wirklich darauf, wer gibt dir den Ratschlag, was ist das für eine Person. Ich habe schon so viele, in Anführungsstrichen, vermeintliche Experten gesehen, die selber das Thema für sich nicht gelöst bekommen haben. Wie soll jemand dir helfen, der dieses Thema selber nicht gelöst hat? Und wie soll dir jemand helfen, der gerade mal zwei, drei Leuten richtig geholfen hat oder dessen Steckenpferd das nicht ist? Das ist genau das Gleiche, wie wenn du den Hausarzt fragst, ob er dir das Knie operiert. Nein, du gehst natürlich auch zu jemandem, der sich auf Knie bzw. auf OPs im orthopädischen Bereich spezialisiert hat. Ein Chirurg halt eben und gehst nicht zu jemandem, zum Hausarzt, in die Hausarztpraxis und sagst, so, jetzt fang an, ich bin bereit. Das würdest du niemals machen. Da würdest du sagen, ja, ich bin doch nicht wahnsinnig, das lasse ich doch nicht von meinem Hausarzt machen. Aber in der Liebe denkt niemand, ich bin wahnsinnig, warum sollte ich mir einen Tipp holen von meiner Oma? Also ich bitte dich, es ist so wichtig, das zu verstehen und wirklich logisch zu begreifen, dass nicht jeder Ratschlag dich weiterbringt, sondern manche Ratschläge dich wirklich noch weiter von deinem Ziel entfernen werden. Und das mit dem Hausarzt ist ein super Beispiel, weil okay, der Hausarzt kann viel, macht viel, tut viel,
Aber ist er auf die Sache spezialisiert, die du brauchst? Nein, deswegen gibt er dir eine Überweisung zu jemandem, der sich damit auskennt. Und so solltest du es in jedem Bereich deines Lebens angehen. Wenn du in einem spezifischen Bereich deines Lebens ein Problem hast, solltest du eben zu einem Experten gehen. Und wir sind die Experten im Bereich Liebe. Wir helfen Single-Frauen in eine glückliche Partnerschaft. Wir helfen Frauen in unglücklichen Beziehungen, endlich zufrieden zu werden. Oder halt eben zu verstehen, welcher Partner passt besser und warum und wieso. Also wir sind die Experten in diesem Bereich. Und wenn du wissen willst, wie der Weg für dich aussieht, welche Erfahrungen dir aktuell fehlen, welches Wissen du brauchst und, dann kannst du dich sehr gerne bei uns melden. Das Einzige, was du tun musst, ist dich fürs kostenlose Beratungsgespräch bei uns eintragen bzw. dieses anfragen und wir schauen, ob und wie wir dir helfen können, damit es in der Zukunft endlich klappen kann mit der Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich freue mich auf deine Anfrage und ja, freue mich natürlich auch, wenn es soweit alles funktioniert und wir dir dann helfen können. Und ja, du hast nichts zu verlieren. Denk dran, es ist erstmal eine kostenlose, unverbindliche Anfrage. Und naja, wenn, dann kann das Ganze dein Leben verändern.